Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Aquarian Skins. So, ich habe inzwischen Lead gefahren, jetzt dürfte es klappen. Was wir machen wollten, eigentlich letzte Folge. Und zwar... Wieso hatte er das jetzt nicht reingeworfen, das Rezept? Ah, ich habe noch keinen Western Block. So. Haben wir einen Redstone-Block erstellt. Und haben hier unseren Lead-Energie-Stone. Lead-Stone-Energie-Bahn. Gut. Dann müssen wir das ja noch erstellen. Gut. Dann müssen wir das hier noch herstellen. So, dann haben wir den auch hergestellt. Dann stellen wir das her. Slow downfall. Ich hätte den jetzt eben nicht gemacht. Top downfall. Dann gebe ich hier den Magma-Titel rein. Keine Energie mehr vorhanden oder warum fließt hier keine Energie weiter rein? Brauche ich neue Kohle oder was? Ja, neue Kohle wird gebraucht. Oder Holz. Ich hole mal Holz. Und ja, das Holz verbrenne ich jetzt einfach mal. Mache ich die Planken und verbrennt. Und da ich Lava brauche und dann gleich auch noch einen Eimer und nehme ich die gleich auch. Ein Stack Koppel und einen Eimer hier packe ich jetzt erstmal. Den.
Cobblestone rein. Während ich hier die Balken reinpacke. Wir sehen, verbrennt jetzt auch massig. Dürfte in den reinfließen. Hä, ja, wieso fließt hier nichts rein? Doch, hier fließt jetzt was rein. Weil die sind ja voll. Ich wollte doch gerade sagen. Da natürlich relativ wenig. So. Das ist ja auch schon relativ voll. Nicht ganz, aber passt. Wahrscheinlich, weil die Umrechnungsfaktor so unterschiedlich ist. Und dann machen wir jetzt erstmal, da wir ja wieder Lead haben, bisschen. Da war auch noch genug, um nicht noch so ein Lead-Tunnel zu machen. Pack ich mal 4 Lead raus. Ich glaube, das ging ja so. Weiß nicht, Copper oder Bronze. Okay, mal kurz gucken. Ja. Ja, da sehe ich mich jetzt eigentlich auch weniger. Lied. Ach, da unten, ja. So. Ich habe nicht mehr genug Redstone dafür. Okay. Mal gucken. Erstmal kurz. Mach es einfach so, wenn es anders nicht klappt. Ich brauche nicht genug Energie, um einen Lava herzustellen. Da da nichts mehr in Zukunft, schätze ich mal. Nichts mehr zum Verbrennen da. Dann auch kein Holz mehr. Ich habe mir noch Gummibaumholz, sehe ich gerade. Eichenholz. Hoffentlich reicht das jetzt. Das kostet sehr viel Energie, wie man sieht. Aber wir brauchen die Lava jetzt. Und zwar, wir brauchen 3, ich glaube, es waren 7 Lava-Eimer. Um Lava dann relativ leicht mit unserem Blut herzustellen. So. Mal gucken, ob die Balken dürften doch länger halten. Da gab es leicht Verschwendung. Oder doch nicht ganz. Egal.
Obwohl doch hält vielleicht ein bisschen länger. Insgesamt. Ja, warten. Weil wenn wir erstmal da wollen, endlich herstellen können. Mit dieser Blut, dann machen wir auch Obsidian daraus. Und wenn wir Obsidian haben, können wir ins Nether gehen. Und das ist unser Ziel jetzt erstmal. Yep. So. Ja, zum Verbrennen habe ich nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt immerhin schon mal einen Lava rausbekommen. Bei drei Lava kann ich so einen zur Not offscreen holen, weil wenn ich auf dem Leck wäre, wie es scheint, ist Lava die erste Eimer drin. Also wird das erste gerade hergestellt. Und wir haben den ersten Eimer Lava. Und so kann man Floyd Ducks. Dann müssen wir nächste Folge mal gucken, ob Jan. Dann müssen wir jetzt in einer Folge ein anderes Gerät noch bauen. Erstmal den Stein da auch rüber abbauen. Man merkt echt, dass die Spitzhacke aufgebraucht ist. Der hätte ich schneller abgebaut mit Hand. Dann gehe ich mal auf Floyd Duct. Und was auszuprobieren. So. Das schließt es erst, wenn verbunden ist, okay. Dann müssen wir das so machen, wie ich es mir dachte, schon fast. Einen Tank können wir auch nicht herstellen, dafür brauchen wir Obsidian. Ja. Dann setzen wir mal den nochmal Term. Dann brauchen wir danach auch Energie. Maschinenrahmen. Ich glaube, den können wir sogar schon herstellen. Okay. Machen wir einen Eimer. Dann machen wir das hier. Wofür wir Redstone brauchen als einziges.
Und das immer noch leer ist, baue ich es ab. Ah klar, das war ein Input, deswegen ist da auch nichts rausgekommen. Dann brauche ich auch noch ein Lithiumkabel. Und unten hier einen Input einlegen. Und dann füllt sich wieder einmal da rein. Brauchen wir noch Energie. Und um die hinzuzufügen. Müssen die Kabel noch anschließen, denn nachher. Und das war's heute wieder. Schönen Tag noch und ciao.